Hallo Freunde, André hier. Heute mache ich mit euch, wie versprochen, einen kleinen Rundgang durch mein privates Gym, wo ich selber trainiere und wo ich meine Kunden betreue. Ich werde euch mal die einzelnen Räume zeigen und ein paar Geräte. Und nachher gibt es noch einen kleinen Formcheck und einen Auszug aus meinem Bauchtraining. Also zwei, drei Übungen, die auf jeden Fall immer drin sind bei mir und wie ich sie ausführe. Ich hoffe, es gefällt euch. Also Freunde, das sieht man, wenn man reinkommt in mein Studio hier, direkt am Eingang. Klimmzug-Dipständer für die Leute, die es brauchen, mit Unterstützung. Und direkt eine tolle 45 Grad Beinpresse von Gym 80, richtig schwer beladbar. Kein Vierlefanz, einfach nur Gewicht und 45 Grad Winkel. Weiter geht's zum Aufwärmen, ein Laufband Live Fitness. Hier ein Beinbeuger im Sitzen. Im Sitzen finde ich übrigens am besten, weil die Winkel eigentlich am optimalsten sind für ein Training von den Ischios. Und hier ein Vibrafit. Vibrationstraining finde ich super als Ergänzung zum normalen Training. Als alleinige Trainingsart finde ich es blöd, aber als Ergänzung für normales Training super. Und für einige Damen wunderbar. Und hier mein ganz besonderer Stolz, mein Käfig. Komplettes Live-Fitness-Power-Rack, richtig schwer beladbar und belastbar. Ich habe ungefähr 500 Kilogramm an Kurzhanteln und an Scheiben hier. Olympische Stangen natürlich, dass man auch wirklich schwer trainieren kann. Weiter geht's mit dem Rundgang. Hier kommen wir in den zweiten großen Trainingsraum. Da wir hier schöne hohe Decken haben, mit Stuck oben, haben wir uns sonst nicht nehmen lassen, noch netten Kronleuchter reinzuhängen. Bringt schöne Atmosphäre in den Raum. Muss ja nicht aussehen wie eine Pumperbude, auch wenn es eine ist. Weiter geht's. Hier kleiner Kurzhantelbaum. Sandsack zum Abreagieren. Noch ein Fahrrad zum Aufwärmen. Schöne Live-Fitness-Multipresse. Und kompletten Doppelkabelzug, 85 Kilogramm an Gewichten pro Seite. Scott Curl. Und drüben noch einen schönen Latzug. Ganz witzig, wir haben hier, da wir keinen Platz haben für richtig schweren Kurzhantelsatz, haben wir einen verstellbaren Kurzhantelsatz, den kann man von 5 bis 25 Kilo leider nur einstellen. Aber für die meisten Kunden reicht das, für mein eigenes Training leider nicht. Da muss ich dann auf Langhantel ausweichen oder für eine Trainingseinheit auch mal zum McFit gehen. Hier kommen wir jetzt in so einen kleinen Vorraum, wo wir unsere ganzen Spielsachen aufbewahren. Therabänder, alle möglichen Grips, Box-Equipment natürlich, dass man sich auch schon immer abreagieren kann oder Kunden sich abreagieren können. Balance Pads. Kleine Hurdles fürs Core Training. Und wenn wir hier reingehen, kommen wir jetzt in eine unserer Umkleiden. Klein, aber schick. Also bei mir im Studio trainieren immer maximal zwei Personen gleichzeitig. Ist wirklich nur für Personal Training gedacht, kein richtiges offizielles Studio. Nur für meine Kunden und mich. So, hier ist eine kleine gemütliche Lounge, wo ich mich nach dem Training oft mit Kunden zusammensetze, noch einen Shake trinke oder ein Käffchen trinke. Ist alles da, was man so braucht. Kühlschrank, schöner Drinkmixer, Kaffeemaschine natürlich, Vollautomat, wichtig. Und ein Mini-Kronleuchter. So, jetzt habt ihr einen kleinen Einblick in mein kleines Studio, wo ich trainiere. Es sieht nicht aus wie ein Hardcore-Studio, aber man kann es durchaus als solches nutzen. Hauptsache, es sind genug Gewichte da und ein paar Langhantelstangen, denen man trainieren kann. Also für mich funktioniert es ganz gut. Hin und wieder gehe ich noch zum McFit, wenn ich mal Kurzhanteln brauche oder ein paar Geräte brauche oder mal Gesellschaft brauche beim Training. Hier trainiere ich meistens nach Feierabend alleine und das funktioniert eigentlich zu 99% aller Fälle ganz gut. Jetzt kommt ein kleiner Auszug aus meinem Bauchtraining.
Okay, Freunde, das war ein kleiner Auszug aus meinem Bauchtraining. Für mich wirken die Übungen ziemlich gut. Ich achte darauf, dass ich die Übungen wirklich schön langsam und kontrolliert ausführe und wirklich die Bauchmuskulatur während der Übung kontrahiere und spüre. Jetzt wie immer ein kleiner Formcheck noch heute mal vor dieser Wand mit diesem Licht. Vielleicht nicht ganz vergleichbar, aber egal, man sieht schon was. Gut, Freunde, heute ist Tag 10 von 60. Auf meinem Weg zu 6% Körperfett. Ich glaube, ich bin auf einem ganz guten Weg. Also ich bin ganz zuversichtlich, das schaffe ich. Ich habe noch 7 Wochen Zeit. Diese Woche erst mit Cardiotraining angefangen, was schwer genug war, um ehrlich zu sein. Im nächsten Video werde ich mal mein Rückentraining darstellen, weil ein paar Leute danach gefragt haben. Also ich werde mein komplettes Rückentraining einfach mal aufnehmen und so zusammenschneiden, dass alle Übungen klar ersichtlich sind und wie ich was mache. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Es gibt natürlich wieder einen kleinen Formcheck und eventuell noch ein bisschen was aus dem Studio oder so. Ich überlege mir was. Das nächste Video kommt auf jeden Fall noch in dieser Woche, eventuell am Wochenende raus. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und sage Tschüss für heute.